Herzlichen Dank. Ich liebe Sie. Lassen Sie. Vielen Dank. Dass ich das noch erlebe, in dem Alter. Herzlich willkommen zu Was liest du? Unserer langen Buchnacht im WDR. Ich denke seit Tagen an nichts anderes als an meinen Gast. Ich habe mit ihr telefoniert. Und ich musste jedes Mal denken, wenn ich diese Stimme hörte am Telefon, Mann, das wird teuer. Das ist, kann ich nur sagen, machen Sie das mal. Telefonieren Sie mit ihr. Sie ist eine schöne Frau. Eine Frau, die alles zu Boden sinkt, was in diesem Land ein Mikrofon in der Hand hält. Sie hat gerade ein zweites, sehr erfolgreiches schon Album gemacht, Liebe macht taub. Davor hat sie ihr erstes Album gemacht. Darüber wird sie vielleicht nachher sprechen, wenn ich sie lasse. Sie ist fast nicht zu erreichen, weil sie ständig für den NDR irgendeine Sendung dreht. Sie macht sich sehr für das Plattdeutsche stark. Und Sie kennen sie, wenn Sie sie jetzt noch nicht erkannt haben, anhand dieser Beschreibung, dann kennen Sie sie aus ihrer legendären Duo-Zeit, Queen Bee, mit Edda Schnittgart zusammen, die ja nun auch toll sang. Aber ehe ich ins Schwärmen gerate, meine Damen und Herren, freuen Sie sich auf die einzigartige Ina Müller. Ja. Dein erstes Album, Soloalbum, hat über 100.000 verkauft, ne? Hast du das schon alles weggeatmet oder habt ihr das alles weggeatmet? Du meinst jetzt die Luft? Ja, nicht den Inhalt. Ja, es war... Ist immer so warm. Ich habe schon was weggeschafft. Heute, ne? Ja. Du, ich sag mal eben einfach, erstes Album, weiblich, ledig, fitzig. Zweites Album, Liebe macht taub. Habe ich gesagt. Ja, ne? Mhm. Und nur, weil du so oft gefragt hast vorhin, taub, hieß es. Ja, ja, nicht taub. Blind. Ja, ich hatte mal ein Lied, Liebe macht dumm. Und da kam auch, ach, Liebe macht taub, Liebe macht blind, Liebe macht dumm. Deswegen, ach, ja, da warst du. Das muss ich mir mal anhören, vielleicht ist das besser als meins. Ich glaube, das kann man gar nicht vergleichen. Hör mal, in deiner eng begrenzten Zeit liest du ja. Und was hast du denn uns mitgebracht? Also, der ganze Geschenk ist ja deiner. Den habe ich in meiner eng begrenzten Zeit durchgelesen. Das war ja dein Lieblingsbuch, ne? Ja. Und sehr schön, werden wir ja was draus lesen. Ich lese den Martenstein, habe ich vorgeschlagen, deswegen, weil ich eine absolute Zeitungsleserin bin. Bücher lege ich, wenn ich ganz ehrlich bin, oft nach Seite 4 weg, weil ich denke, oh. Und wenn ich weiß, bei Seite 4 weggelegt, ich fasse es auch nicht wieder an. Bei Seite 4 weggelegt ist schon vorbei. Martenstein deswegen, weil ich die Zeit gerne lese und seine Kolumnen immer das Erste ist, was ich lese. Und ich finde aber auch andere Schreiber sehr gut, so wie Axel Hacke und so weiter. Den hattest du wahrscheinlich schon. Nein, nein? Axel Hacke nicht, aber Martenstein hatten wir schon zweimal. Hm, das ist praktisch sein drittes Buch. Auch den? Nee, aber nicht die Pfirsiche hier. Nein, ach, die Pfirsiche sind... Was hast du denn da drin? Wir nennen steig man denn da noch durch? Wir nennen es Blätter. Immer, das frage ich doch auch nicht. Was hast du denn da drin? Nein. Ich hoffe. Haben Sie so ein Bildschirm drin, damit wir... Das habe ich mir zum Geburtstag gewünscht. Das möchte ich auch in meiner Sendung haben. Da musst du erst mal 60 werden. Du kannst es unter dem Tisch machen, bei mir sieht man es halt. Das lassen wir einfach so. Lassen wir aber so stehen jetzt. Was kann ich unter dem Tisch machen?
Ich habe mein Geschirr gerade einmal hochgezogen, damit alles sitzt und wir loslegen können. Und du nennst das Geschirr? Beim Pferd nennt man das auch Geschirr, ja. Einmal so und dann, weißt du, nachziehen. Okay. Ich überlege gerade, wie ich jetzt meins nennen soll. Vielleicht meine Anhängerkupplung? Obwohl, ich bin ja nicht so ein Technischer. Wie nennst du es denn, wenn wir nicht dabei sind? Dann werde ich, um beim Pferd zu bleiben, vielleicht Deichsel. Wollen wir uns dem Martenstein beiläufig zufinden? Oh. Okay, soll ich anfangen? Ja, bitte. Okay. Mein Sohn ist in der Pubertät. Wenn er etwas großartig gut und hinreißend fand, sagte er bis vor kurzem: Das ist geil. Das Wort geil bedeutete im Mittelalter gut. Später bedeutete es lüstern, jetzt heißt geil wieder gut. Ich habe meinen Sohn gefragt, was ist denn das Gegenteil von geil? Wie nennt ihr in eurer jungen, taubedeckten Welt, in welcher gerade die Morgensonne der Selbstwindung aufgeht, eine Person, ein Tier oder eine Sache, die nicht großartig ist? Mein Sohn sagte: Das Gegenteil von geil heißt schwul. Ein schwuler Film ist ein Film, der nicht geil war. Schwule Sportschuhe, eine schwule Mathearbeit, der Pitbull, ein schwuler Hund. Die Klassenfahrt nach Bad Orb war schwul, die Klassenfahrt nach Beverly Hills war geil. Oder es heißt, dieses Mädchen finde ich schwul, jedes Mädchen finde ich geil. In meiner Jugend ist schwul ein Schimpfwort gewesen. In meinen Mannesjahren wechselte schwul die Bedeutung. Schwule Regierungschefs priesen auf schwulen Stadtfesten in Schwuls möglicherweise das Schwulsein. In der neuerlichen Umprägung des Wortes kommt meiner Ansicht nach nicht ein Wiederaufleben des Ressentiments gegen Homosexuelle zum Ausdruck, sondern die ewige Lust der Jugend an der Provokation. Hätten geile Regierungschefs auf dem geillüstern Stadtfest in geilen Worten das Geilsein gepriesen, dann wäre in der Jugendsprache manches anders gekommen. An dem Tag aber, an dem der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz auf dem Parteitagspodium mit schwerem Atem und ungeordnetem Haar ins Mikrofon stöhnt: Genossinnen und Genossen, ich bin geil und das ist gut so. Werden in der Jugendsprache die Karten neu gemischt. Vor einigen Wochen kehrte mein Sohn aus der Schule zurück und teilte mir mit, dass weitere Umwertungen stattgefunden haben. Man sagt nicht mehr geil, nur 30-Jährige sagen geil. Jetzt sagt man zu etwas Gutem meistens Porno. Das Schulfest war voll Porno, der Pfarrer im Jugendgottesdienst hat voll Porno gepredigt. Mein Sohn sagte, das Gegenteil von Porno bezeichnet die Jugend neuerdings als Psycho. Ein Mädchen, das gestern noch schwul war, ist heute schon Psycho. In der Kombination dieser beiden Begriffe ergeben sich reizende sprachliche Effekte. Zum Beispiel, Psycho von Hitchcock ist ein Pornofilm. Norbert ist ein Pornotyp, aber er muss jede Woche zu einem Psychotherapeuten. Nach einigen Nachdenken wurde mir klar, dass die Gutwörter und die Schlechtwörter der Jugend meist aber nicht ausschließlich dem Bereich des Sexuellen entnommen werden. Dabei wird stets das gesellschaftlich Gutierte negativ besetzt und das gesellschaftlich Verpönte aber wird ins Positive gewendet. Dies ist die Entdeckung eines sozialpsychologischen Gesetzes. Dies ist das Holz, aus dem Promotionen geschnitzt werden. In 10 Jahren werden die 14-Jährigen sagen: Die Klassenfahrt nach Bad Orb war sensibel und nachhaltig. Die Klassenfahrt nach Beverly Hills aber war pädophil. Gut, dann ich lese jetzt mal einfach die Rolling Stones. Das ist jetzt weiter hinten. Ja. Ja. Mein Arzt meint, ich leide unter Depressionen. Ich sagte, mein Job besteht darin, lustige Kolumnen zu schreiben. Geben Sie mir die rosa Pille. Give me Daddy's little helper. Der Arzt antwortete, Depressionen seien bei Humoristen die Berufskrankheit Nummer 1. Ähnlich wie der Muskelfaserriss bei den Gewichthebern. Machen Sie Pause, sagte der Arzt. Tun Sie sich was Gutes, essen Sie Obst. Trinken Sie viel Wasser. Ich sagte, Ihr Ärzte verdient zu viel. Da war er sauer.
Ich fuhr ans Meer zu Besuch und ein Freund, der im Gesundheitsbusiness arbeitet, erzählte, dass der Bundespräsident den 100-Jährigen nicht mehr zum Geburtstag gratuliert. Dieser Brauch wurde abgeschafft. Es gibt inzwischen einfach zu viele 100-Jährige. Eine Schwemme von 100-somethings. Die Arbeitsbelastung für den Präsidenten wäre zu groß. Ich sagte, hey, das gibt eine tolle Story in der Zeitung. Ein Porträt des oder der ersten 100-Jährigen, dem oder der Horst Köhler nicht gratuliert hat. Ist er sauer? Wählt er aus Wut PDS? Was meinen all die anderen 100-Jährigen in der Stammkneipe? Der Freund sagte, naja, jeder zweite 100-Jährige ist leider unzurechnungsfähig. 100 ist ein Scheißalter. Nur die Pubertät ist noch schlimmer. Am nächsten Tag habe ich ein Konzert der Rolling Stones besucht. Statistisch gesehen kommt dieses Ereignis in meinem erwachsenen Leben genau alle 7 Jahre vor. Es war das 5. Konzert. Bei unserem ersten Treffen 1969 in der Frankfurter Messehalle hat mir Mick Jagger einen Eimer Wasser über den Kopf geschüttet, weil ich in der ersten Reihe stand und weil er damit künstlerisch etwas ausdrücken wollte. Ich war zu jung, um zu begreifen, was. Was ich an den Rolling Stones faszinierend finde, ist die Tatsache, dass sie sich nie angebiedert haben. Sie haben nie gesteigerten Wert darauf gelegt, dass man sie für sympathisch hält. Nicht, dass ich etwas gegen sympathische Menschen hätte. Es kommt nicht auf die Eigenschaft an, sondern auf das forcierte Vorzeigen. Die Rolling Stones sind ein Beweis dafür, dass man es im Leben auch dann zu etwas bringen kann, wenn man ohne das ganze andere Brimborium einfach das macht, was man kann und gerne tut, sich nicht verstellt und ansonsten den lieben Gott einen guten Mann sein lässt. Denn das kann er zweifellos am besten. Vor dem Lied Angie sagte Mick Jagger auf Deutsch, dies Lied ist über ein deutsches Mädchen. Die Lieder Satisfaction und Sympathy for the Devil brachten sie langsamer und softer als üblich. You can't always get what you want spielten sie dafür schneller, damit die Leute mitklatschen konnten, was sie dann auch taten. Mick Jagger rief, ihr seid ein wunderbar Publikum. Ich dachte, das ist ja furchtbar. Ich will meinen Eimer Wasser. ...1969 war Mick Jagger vermutlich auf Heroin. Jetzt lebt er so gesund wie einst Leni Riefenstahl. Er will 100 Fett. Es geht ihm gut, er isst viel Obst. Alle mögen ihn. Nur ich mag ihn nicht mehr. Und der Bundespräsident wird ihm auch nicht gratulieren. Vielen Dank. Hast du eigentlich auf dem Klo Bücher überhaupt? Ja, ich habe den Kicker auf dem Klo. Den Kicker? Ja, der Kicker ist totale Klo-Lektüre, finde ich. Findest du nicht? Den schafft man ja nicht, indem man sich hinsetzt und sagt, jetzt lese ich mal Kicker. Den muss man immer so aufblättern. Und auch ein bisschen Zeitung und mal eine Zeitschrift, wenn man die irgendwo geschenkt kriegt, wenn die im Hotel liegt. Klar. Und man nimmt sie dann mit und holt sie auf den Koffer, dann kommt die zack so unter das Klo. Mhm. Und da liegt die manchmal. Aber ein Buch nicht. Ich finde auch Bücher, die länger auf dem Klo liegen, die... Wenn man ab und zu mal Herrenbesuch hat, sehen die nicht mehr gut aus. Ich hatte mal ein Brokatvorhänge im Klo. Hattest du? Brokatvorhänge. Aber die standen noch von allein, oder nicht? Sagt ja eigentlich das Wort Brokat schon. Nein, die hatten nur eine Patina. Olfaktorisch interessante Note nach einigen Jahren. Die du mochtest? Es war ambivalent. Was liegt bei dir auf dem Klo? Viele Kochbücher, Kochzeitschriften und aber Sammlungen mit kurzen Sachen, so Schott-Sammelsurium, ja, genau. So Geschichten. Schott hattest du auch schon wahrscheinlich, ne? Noch nicht, aber das ist ja durchaus ähnlich hier. Das stimmt natürlich. Das ist das ultimative Handbuch des nutzlosen Wissens. Ich habe persönlich 3 Ausgaben, also 3 verschiedene. Deswegen ähnelt sich das hier nicht. Vielleicht sind meine auch schon vergriffen. Du hast jedenfalls etwas, was im Handel so im Moment zu erwerben ist. Ja. Und das heißt Handbuch des nutzlosen Wissens. Es gibt ungefähr 20 verschiedene Bücher, wo irgendwie nutzlos und Wissen drin vorkommen. Die haben richtig gerödelt, bis wir da drauf gekommen sind, was das eigentlich ist. Jetzt ist meins auch nur halb so dick, obwohl ich es ganz neu habe wieder. Das ist aber jetzt nicht für jetzt, ne? Ich habe 3 drin. Weißt du, ich bin so einer... Für alle Fälle.
Ne? Ach so. Mach ich mir mal. Wenn auf dieser Seite gar nichts geht, dann machst du da immer mal hin. Es ist so ein bisschen. Aber wie kommst du denn da? Fang du mal an. Weil ich, nee, ist dein Buch. Ach so. Ach. Nein, in diesem Buch, das ist einfach witzig. Da stehen irgendwie 1000 Sachen drin, die man zum Teil braucht, zum Teil aber auch nicht. Zum Beispiel, der Schmetterling hat 12.000 Augen. Das wusste ich nicht. Wusstet ihr das? 12.000, stellt euch das mal für uns Menschen vor. Wenn er morgens an die Badezimmertür klopft und sagt, Spatzel, dauert's noch lange. Und du sagst, nee, nur noch kurz die Augen anmalen. Oder erzähl mit Kontaktlinsen. Geht doch. Geht doch. Was hast du gemeint? 12.000 Augen. Ist schon viel. Ja. Und denn hier und da, als ich das gelesen habe, habe ich direkt an dich gedacht, Jürgen. Wegen seiner Kleinheit muss ein Kolibri ständig essen oder binnen Stunden verhungern. Schade, dass wir noch kleine Vögel drauf sind. Aber wusstest du, Truthähne starren während schwerer Regenfälle oft in den Himmel und ertrinken. Ich habe extra weggelassen, dass ich dann auch an dich gedacht habe. Oh, finde ich so lustig. Du denkst oft an mich. Ne? Ja, da habe ich bei dem Buch habe ich relativ häufig an dich gedacht. Ja. So, Tempelmalereien lassen erkennen, dass das alte Ägypten glaubte, weil die Schlange ihre Haut abstreift, sei sie unsterblich. Damit der Mensch wenigstens einen Anteil an der Unsterblichkeit erwerbe, müsse er wie die Schlange seine Haut abstreifen. Als symbolische oder Ersatzabstreifung erfand das alte Ägypten die Beschneidung des Mannes. Vielleicht hängt die bis heute im Islam weit verbreitete Vorstellung, die Frau habe keine Seele, mit der Abwesenheit einer beschneidbaren Vorhaut zusammen. Mm. Dir ist aufgefallen, dass ich nicht sage, ich musste an dieser Stelle an dich. Nein, wir müssen ja jetzt hier mal. Da haben wir noch ein dickes Buch. Jonathan Tropper. Das ist vielleicht dick, das Buch. Ich sage Ihnen. Die anderen haben alle Fußball geguckt. Ich habe gelesen. Ich muss nach hoch, ich muss lesen, habe ich gesagt, wenn man mit dem Drehen fertig war. Echt, haben die anderen gesagt, aber du musst doch, ist doch Deutschland. Nein, ich muss lesen. Aber das Buch ist toll. Dieses Buch, meine Damen und Herren, ist ein dickes Buch und die dicken Bücher sind meistens toll. Dieses Buch wird mit Ihren Gefühlen Achterbahn fahren. Ich habe herzzerreißend geweint, ich habe geschrien vor Lachen, und zwar immer abwechselnd. Das ist hier ein Lied über Trauer und Trauerarbeit. Ein etwa 30-jähriger Mann verliert nach 2 Jahren Ehe seine Frau, hat dann den 17-jährigen oder 16-jährigen Bengel seiner verstorbenen Frau aus erster Ehe, die war mit einem ausgemachten Arschloch verheiratet, den hat er am Hals, den pubertierenden, auch trauernden Bengel. Und das Ganze ist jetzt über ein Jahr her. Er hat eine Zwillingsschwester, Claire, die versucht, ihn wenigstens wieder zum Geschlechtsverkehr zu überreden. Er hat eine Nachbarin, die ihm nachstellt. Die ist verheiratet mit einem Sozius seines Schwagers, also dem, den seine jüngere Schwester Debbie heiraten wird. Dieses Buch versammelt eine Menge Personal, die alle ausgesprochen besonders sind. Man verliert aber eigentlich nie den Überblick, obwohl er auch in den Zeitebenen hin und her springt. Also mal vor der Heirat, mal was gerade passiert. Der Vater wird über all dem dement. Die Mutter ist eine ehemalige Schauspielerin, führt sich auch so auf. Säuft. Aber es ist alles, Es ist alles drin. Es ist alles Demenz, drin. Alkoholismus, Randale und Gewalt durch den Sohn. Und die virtuose Verwendung von Comedy-Elementen habe ich so perfekt noch nie in irgendeinem Buch, was eigentlich ein schweres Thema hat, noch nie gelesen. Wir gehen es einfach mal an. Da wolltest du anfangen. Da? Mhm. Hast du mir so gesagt. Gut. In den sehr, sehr langen Telefongesprächen, die wir hatten. Ah, das war schön. Meine Frau sagte anschließend, du sprichst so anders. Okay.
War das oder war trotzdem, da? Nee. Trotzdem bin ich immer noch geil. Steht hier. Jetzt. Steht hier. Passt ja wie Sau. Ich möchte jemanden küssen, möchte über die Haut einer Frau lecken und an ihr saugen, möchte spüren, wie sie sich unter mir windet, sich vor Lust aufbäumt. Ich möchte die herbe Süße eines Frauenmundes schmecken, möchte nackt sein und schwitzen, umschlungen von der heißen Feuchtigkeit, von Lady Potters bebenden Oberschenkeln. Ich bin spitz, beklagte ich mich am Telefon bei Claire. Wir telefonieren jeden Tag. Und du hast deswegen Schuldgefühle? Ja, wahrscheinlich. Komm, hör auf, dich schuldig zu fühlen. Danke. Bin wirklich froh, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Nee, ich meine es ernst, Doug. Das ist völlig natürlich, jeder Mensch braucht Sex. Es erscheint mir irgendwie zu früh. Ja, vielleicht für eine Ehe, vielleicht auch für was Festes oder eine feste Freundin. Aber für Sex, das ist doch was Körperliches. Aufs Klo gehst du ja auch. Irgendwie habe ich diese beiden Aktivitäten noch nie miteinander in Verbindung gebracht. Ja, da läuft im Prinzip genau das Gleiche ab. Etwas baut sich in dir auf und muss raus. Es kommt mir einfach nicht richtig vor. Komm, steh dir nicht selbst im Weg, Brüderchen. Wenn irgendeine geile kleine Hausfrau auf dich abfährt, dann schnapp dir dein verdammtes Telefon und pack die Gelegenheit beim Schopf. Du hast den Großteil deines Lebens davon geträumt, eine Nummer zu haben, die du in einem solchen Fall anrufen kannst. Jetzt hast du eine. Das nimmt bestimmt kein gutes Ende. Es hat doch noch nicht mal angefangen und du machst dir jetzt schon Gedanken über das Ende. Claire klingt leicht entnervt. Sieh es doch mal so. Die ersten paar Male werden sowieso ziemlich übel sein. Mit dem ganzen emotionalen Ballast, den du im Moment mit dir rumschleppst. Du bist ja quasi wieder Jungfrau. Du wirst keinen Hoch bekommen oder zu früh kommen oder du kommst gar nicht oder bist hinterher total deprimiert. Deswegen wäre es ganz gut, wenn du diesen ganzen Mist jetzt hinter dich bringst und dann kannst du und dann hast du keine Probleme mehr damit, wenn du irgendwann wieder eine Frau kennenlernst, mit der es dann ernst ist. Danke. Jetzt hast du mich wirklich aufgebaut. Claire lacht. Ja, schließlich mein Job. Sie ist verheiratet. Du lebst in New Redford, Bruderherz. Etwas anderes wirst du dort kaum finden. Also es ist jetzt von der Lady die Rede, die ihm Hackbraten bringt und anderes. Und ihn aber begehrt, sag ich mal. Ja. Und ja, dann gucken wir mal. Ich lese das und du bist Lainey. Ja. Ich lese alles und du bist Lainey. Hier. Ja, da lese ich noch einmal, ne? Ja. Okay. Das liest du auch. Das wir einmal kurz vergleichen und dann das hier so, ne? Mhm. Mhm. Lainey Potter möchte, dass ich über ihre Vagina spreche. Oh, erzähl mir, wie gut dir meine feuchte Muschi gefällt. Lass mich nur kurz nach Luft schnappen. Oh, bitte. Das sagt sie allen Ernstes. Und anschließend versenkt sie ihre Zunge in meinem Ohr, während wir uns nackt auf dem Bett im Gästezimmer wälzen. Wenn Verbalsex angesagt ist, habe ich immer ein Problem mit der Vagina. Man kann sie ja wohl kaum tatsächlich Vagina nennen, aber jeder andere Name klingt zu derb oder einfach pubertär, sodass ich mir vorkomme wie in einem billigen Porno. Deshalb versuche ich das Ganze immer irgendwie zu umgehen. Genau wie früher bei meiner Schwiegermutter. Mom kam nicht in Frage, aber Charlotte klang so lächerlich förmlich. Daher machte ich statt einer Anrede meist nur eine Kopfbewegung in ihre Richtung. Oder sprach sie mit Hey an. Beispielsweise, hey, darf ich dir noch eine Tasse Tee bringen? Warum muss ich ausgerechnet jetzt an meine Schwiegermutter denken? Einen wirkungsvolleren Erektionskiller gibt es nicht. Augenblicklich verbanne ich den Gedanken an sie wieder aus meinem Kopf und versuche mich auf die vor mir liegende Aufgabe zu konzentrieren. Das ist allerdings ein wenig schwieriger geworden, seit Lainey sich in meiner Gegenwart so entspannt fühlt, dass sie Lust auf Verbalsex hat, was einfach eine Spur zu entspannt ist, wenn Sie mich fragen. Lainey genießt es, beim Sex zu reden. Ja, sagt sie. Oh, du hast mir so gefehlt. Oh mein Gott. Oh, du bist so hart. Oh, ich will dich sofort in mir spüren. Du bist
doch mal die Leute erstmal toben. Wenn sie schließlich über der Landebahn ihres Orgasmus zu kreisen beginnt, bricht sie in einen detaillierten Live-Kommentar aus, der ihre Empfindungen höchst anschaulich wiedergibt. Oh mein Gott. Ah ja, ich komme. Oh nein, nicht so schnell. Oh nein, nicht so schnell. Oh, das fühlt sich so gut an. Oh mein Gott, oh mein Gott, meine Muschi ist so nass. Oh, ich tropfe, ja, ja. Oh nein, hör nicht auf. Oh, nicht auf. Nein, oh, lass die, ja, lass sie da, die Finger. Lass, genau, oh mein Gott. Ja. Komm, ich komme, ich komme. Das war so echt. Ich bin derartige Berichterstattungen beim Sex nicht gewöhnt und finde sie eher irritierend. Irgendwie frage ich mich dabei jedes Mal, ob der Kerl zwischen Lenis Beinen wirklich ich bin. Denn falls ja, warum hält sie es dann für nötig, mir alles so genau zu erklären? Warum kann sie nicht einfach nur grunzen, stöhnen und schreien wie jeder andere normale Erwachsene? Ja, ich möchte diesen Moment nutzen, zum Anlass nehmen, um mich sehr, sehr herzlich zu bedanken. Ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt. Und werde mich im Sitzen verabschieden. Ich denke, werde auch schwer träumen. Vielen Dank, Ina. Es war ganz wunderbar. Ich wollte mich eigentlich mit den Beinen rüberschleudern und das auch im Sitzen quasi da so machen. Dann, und du hättest das Buch dann so hinten zum Lesen gehabt. Hätte ich aber, glaube ich, nicht gut lesen können. Ja, das habe ich dann, dann habe ich auch überlegt, lass mal lieber. Ja, nee, das war schon gut. So, ich hatte Spaß. Ich hoffe, Sie auch. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen hier. Sie waren wundervoll. Ich hoffe, daheim an Ihren Fernsehempfängern hatten Sie auch Spaß. Und wenn ja, dann sehen wir uns hoffentlich wieder, wenn es wieder heißt, was liest du? Tschüss, bis dann.